Nachts am Flughafen Köln-Bonn. Während die meisten Menschen in Ruhe schlafen, beginnt für einige ein Albtraum. Fluglärm. Für viele nur ein Geräusch, für die Anwohner eine Dauerbelastung. Lucy Huber lebt seit ihrer Geburt in Dannsweiler, 33 Kilometer entfernt vom Flughafen Köln-Bonn. Dennoch liegt der Ort direkt in der Einflugschneise, einem festgelegten Luftkorridor für den Landeanflug auf den Flughafen. Wir treffen die 26-jährige Studentin auf einem Feld unmittelbar neben ihrem Zuhause. Besonders in den Sommermonaten wird das Schlafen bei offenem Fenster zu einer echten Herausforderung. Versuch's auf jeden Fall. Ich meine, es geht ja auch nicht anders, gerade in der Dachgeschosswohnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon schwieriger einzuschlafen und es belastet mich auf jeden Fall dann stark, wenn das Fenster auf ist. Besonders ihre Konzentration beim Lernen leidet darunter. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich unausgeschlafener bin und definitiv gereizter. Damit ist Lucy nicht allein. Auch Bernhard M. kämpft jede Nacht mit dem Lärm. Aus Angst vor Anfeindungen möchte er seinen vollständigen Namen nicht nennen. Als Mitglied der Lärmschutzgemeinschaft Köln-Bonn setzt er sich aktiv gegen Fluglärm ein. Seit 51 Jahren engagieren sich über 2000 Privatpersonen und 14 Kommunen in diesem Verein. Und dann beruhigt man sich, es hat ja keinen Sinn, sich aufzuregen. Aber in der Tat, man ertappt sich dann auch oft dann dabei, ob man nicht doch besser wieder wegzieht. Und manchmal baut sich dann auch eine gewisse Wut auf über die Leute, die das zu verantworten haben. Der Flughafen Köln-Bonn hat kein Nachtflugverbot. Seit 65 Jahren dürfen Passagier- und Frachtflugzeuge hier rund um die Uhr starten und landen. Die Betriebsgenehmigung wurde damals von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen erteilt, um die wirtschaftliche Lage des Flughafens zu verbessern. Vor unserer Kamera war der Flughafen Köln-Bonn zu keiner Stellungnahme bereit. Stattdessen verweist uns der Flughafensprecher auf die eigene Homepage des Flughafens. Hier heißt es: Viele sind der Meinung, dass wir als Flughafenbetreiber Einfluss auf die Lande- und Startzeiten nehmen können. Aufgrund der 24/7-Betriebsgenehmigungspflicht ist dies aber nur sehr eingeschränkt möglich. Über unsere Entgeltordnung mit einer deutlichen Rabattierung für Tagflüge setzen wir gezielt Anreize. Etwa 30% der Frachttonnage wird inzwischen am Tag umgeschlagen. Doch welche langfristigen Gesundheitsrisiken können durch Fluglärm entstehen? Die Menschen, die in der Nähe von Fluglärm leben, die wachen häufiger auf. Fluglärm ist ja kein kontinuierlicher Lärm, an den sich der Körper gewöhnen kann. Und dadurch gibt es immer diesen kurzen Moment, der für den Körper dann wie so ein kleines Alarmsignal ist. Die unterschätzen auch, dass Lärm auch dann krank macht, wenn man meint, ihn nicht wahrzunehmen. Es ist ganz natürlich, dass man nachts, wenn ungewöhnliche Geräusche sind, erstmal aufmerksam wird. Und dann geht beim Menschen erstmal das Adrenalin los und der Blutdruck und sowas. Da gibt es sehr interessante moderne medizinische Forschung zu, die insbesondere sagt, dass dieses Anschwellen der Flugzeuge und dieser plötzliche hohe Lärm zwar vom Gehirn unterdrückt werden kann, aber letzten Endes blutdrucksteigernde Wirkung etc. hat, also dauerhaft gesundheitsschädlich ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Rauchen. Das kann man auch machen und mit viel Glück 96 werden. Aber man hat eben permanent eine Negativwirkung auf den Körper. Der Frankfurter Flughafen zeigt, dass es auch Lösungen gibt, besonders mit Blick auf Frachtflüge. Frankfurt ist der Nachtflug abgeschafft worden und der Frachtflug ist im fast gleichen Umfang, das kann man an den Zahlen nachlesen, erhalten geblieben. Lucy wird in Zukunft weiterhin darauf achten, nachts eher mit geschlossenem Fenster zu schlafen. Oft greift sie auch zu Noise-Canceling-Kopfhörern mit entspannender Musik. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass gerade der Flugverkehr nachts ein bisschen mehr eingeschränkt wird. Die Betriebsgenehmigung des Flughafens läuft 2030 aus. Bis dahin bleibt die Herausforderung des nächtlichen Fluglärms wahrscheinlich bestehen.